Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind hier in Candlekeep und wollen hier gleich mal nach dem Rechten sehen im Hauptgebäude. Aber vorher habe ich mir gedacht, damit wir das machen können, würde ich ganz gerne unseren Dieb, der ja nicht besonders gut im Schatten verstecken ist, sie gerne dauerhaft unsichtbar halten können. Und dafür hat sie auch den richtigen Zauber. Allerdings hat sie den nicht memoriert. Is able to attack, other kommen das Main anziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Weil, also der normale Invisible Spell hört auf, wenn wir irgendwas machen. Also wenn wir zum Beispiel weil nicht, eine Truhe aufmachen oder eine Tür aufmachen oder so. Und ich glaube, Improved Invisibility macht das nicht. Da steht zwar jetzt nur, dass es fürs Kämpfen gilt. Weil das würde sonst auch die Unsichtbarkeit aufheben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach für alle Aktionen gilt. Deswegen machen wir das einfach. Lernen wir das? Oder memorieren wir das? Yes. Und dazu müssen wir jetzt allerdings noch mal kurz schlafen gehen, damit wir das auch in unseren Kopf kriegen. So, dann gehen wir jetzt mal hin und... Weil es definitiv ganz hilfreich ist, wenn wir hier erstmal unerkannt bleiben. Erstmal, weil wir ja spionieren sollen und zweitens, weil wir dann eine ganze Menge nervige Probleme umgehen können. Sag ich mal. Okay. With ease. So, dann gehen wir jetzt schlafen. My hotel's as clean as an elven arse. Okay. You close your eyes tonight. Oh. And Candlekeep wins its way into your dreams. With a flash of memory, you are a runt of a child once more. Gorion dragging you through the gates of the Citadel. Aged as he ever was, you still have to run to keep up with him. He has an important meeting with Ulrant, the keeper of the tomes. Okay, an important meeting about you. Funny, you don't remember it. As you stand outside the doors of the inner keep, you can hear the shouting from within. Gorion is uncharacteristically loud and seems quite irate. You don't know why he bothers, really. No one seems to want the two of you around. As you trace patterns in the water of a fountain, a reflection distracts you from the argument. A large raven has perched atop a stone wall and stares directly at you with huge black eyes. You stare back through the mirror of the water and are suddenly afraid to meet the bird's gaze any other way. It has claws for feet. You think to yourself, little skeletal claws. Oh. The doors of the keep suddenly swing open and Ulrant storms out. He glances at you for a moment but looks away as he speaks. You both can stay, he sneers, but mark my words, that child will be the death of you. A flash of memory once more, and Gorion walks out of the keep as he is today, dead. You drop your gaze back to the water so as not to see. The raven is gone, but your own image remains. Your eyes are black, like those of a bird. Like father, like child, the reflection says. Okay. You wake with a yell, predictably unrested. In der Tat, zumal... Der Vater, damit ist nicht Gorion gemeint. Schauen wir mal. Das klingt ja alles sehr aufregend. Okay. Und wir haben eine Vampiric Touch. Das ist auch völlig harmlos. Du musst uns nichts mehr denken, dass wir jetzt Vampiric Touch können. Das ist völlig normal. Und ich könnte einfach hier durchgehen. Das ist egal. Wir gehen jetzt wieder außen rum, weil ich das so gewohnt bin. Und dann gucken wir mal. Kommen die Herrschaften dann? Oh, da kann man auch lang. Okay. Okay. Gut, dann haben wir jetzt nochmal einen
Hard save? Und los geht's. Spionage. Okay, vorher machen wir nochmal nicht Spionage. Wir werden natürlich nochmal mit Phylidia reden. Hey, hello. Have you seen my book? Wait, no, you found it already, did you? Oh, I just don't know anymore. You haven't been around lately, have you? Never change, Lydia. We love you just the way you are. Why, that's enough to make an old woman blush. Go on, she'll raise the charm on you. In der Tat. Okay, so. Müssen wir uns hier noch umgucken? Nee, müssen wir nicht. So. Hinein! Okay, okay. So. Okay. Cutscene! Ah, flüssig. Ah. 90er Jahre CGI. Oder CG, so gesehen. Oh, man konnte fast die einzelnen Bilder sehen. Egal. Wir sind hier, um erstmal Sachen rauszufinden. Deswegen würde ich sagen, tun wir mal so, als würden wir hier im Wartebereich warten. Orlando, du warst Founder of Candlekeep. Gucke an. So, du machst dich mal unsichtbar. So, und dann guckst du dich hier mal um. Und wir fangen am besten oben an und kommen dann wieder runter. Weil wir werden oben eine Menge Probleme kriegen. Und solange wir unsichtbar sind, haben wir die Probleme aber nicht. Weil da sieht uns ja keiner. Do you want to tell me a story about trollops and plug tails? Yeah, sehr viele. I know nothing more, so leave me to go. Sehr viele Watcher around. Good okay. On you if you save the day. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir sind ja hier, um zu spionieren. Gate Warden, du wirst ein kleines Problem werden. Schauen wir mal. So, jetzt erstmal bleibt der Zauber. Ja, bleibt da. Last Match of the Giants. Okay, also das interessiert uns nicht so wirklich. Ich werde mir nicht jedes Buch angucken. Es gibt ein paar Sachen, die wir hier finden wollen. Zum einen gibt es hier... Our rules are very strict. What? Wie hast du mich gesehen? Ich bin... I cannot talk with you at the moment, but I will give you a quick message. Quick message. An unusual fellow told me that he wished to meet Vertner in the outer grounds to discuss private matters. It would be wise to go and speak with him. Okay. Du hättest mich eigentlich nicht sehen sollen, aber... Yep. Du bist nicht mehr... Someone disturbs me. Mhm. Okay, wir sind nicht Wärter, aber das kannst du nicht wissen. Du siehst mich auch nicht. Also dies Ganze, was hier passiert, das ist alles ein bisschen strange, finde ich. Aber das war schon immer so. Wir wollen allerdings hier noch ein, zwei Sachen... Greetings, young one. You there, I've come to speak with Vertner. Hast thou come to collect the inheritance from your father? He left thee several items, all of which are within his old room. Ja, da wollte ich gerade
unsichtbar hin. Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das denke. You remember where his old room is, don't you? If you're somehow forgotten, it's on the fifth floor of the central key. Please forgive my abrupt nature, but much requires my attention this day. It is important that we later speak of your foster father, but not now. Ja? Wieso? Thank you. Nein, 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 nein. Okay, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das denke. Ich glaube, ich habe die Dauer dieses Zaubers etwas überschätzt. Der hält, glaube ich, nicht so lang. Ja, in der Tat. Okay. This way. Ja, ja, haben wir gerade schon gesehen, aber jetzt sind wir ja noch. Ach, da kommst du ja wieder nicht lang. Goddammit, diese Wegfindung. Our rules are very strict. Okay. So, dann müssen wir das wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen. Ja. Zauber hat aufgehört. Müssen wir es doch mit dem Schatten verstecken probieren? Das wird hundertprozentig schief gehen. Ne, das hatte ich mir gedacht. Wir haben noch Potions. I'm gone. Das hier Gorains Room. History of the Moon Sea. Gesehen. Hat auch keiner gesehen? Come on. Okay, du bist ein Problem. Ich meine, du hast mir den Rücken zugedreht. Ist das der Letter? Yes, das ist der Letter. Den lesen wir gleich. Speichern wir mal. Ja, das war auch der Grund, warum das hier nicht verschlossen war, damit wir da einfach rankommen können. Okay. You read the note found among Gorwitz's belongings and addressed to you.
Ich sage, es ist alles ein bisschen seltsam, was hier passiert. Das ist jetzt Telepathie oder so. Ich wollte das noch lesen. Ich wollte nur erst die Sache mit Imoen. Na gut, egal. Die Idee war, dass Imoen dir diesen Letter jetzt gibt, Wärtner, und du ihn dann liest. Aber jetzt lesen wir es so. Hello, Wärtner. If you're reading this, it means I have met an untimely death. I would tell you not to grieve for me, but I feel much better thinking that you would. There are things I must tell you in this letter that I might have told you before. However, if my death came too soon, then I would have never been given the chance. First off, I am not your biological father, for that distinction lies with an entity known as Baal. The Baal that I speak of is the one you know of as a divinity. In the crisis known as the Time of Troubles, when the gods walked Faerun, Baal was also forced into a mortal shell. He was somehow forewarned of the death that awaited him during this time. For reasons unknown to me, he sought out women of every race and forced himself upon them. Your mother was one of those women, and as you know, she died in childbirth. I had been her friend on one occasion lover. But I'm not Baal. Honestly, ja, ist er nicht, war wieder Spaß. I felt obligated to raise you as my own. I have always thought of you as my child, and I hope you still think of me as your father. You are a special child. The blood of the gods runs through your veins. One specific god. If you make use of our extensive library, you will hope you still think of me. Blödsinn. If you make use of our extensive library, you will find that our founder, Elaundo, has many prophecies concerning the coming of the spawn of Baal. There are many who will want to use you for their own purpose. One, a man who calls himself Saravok, is the worst danger. He has studied here at Candlekeep and thus knows a great deal about your history and who you are. Okay. Thank you. Danke für diese... Nature's servant awaits. Okay. Wärtner, the growing crease of worry in your face as you read that letter makes me grow worried. Is there something so upsetting in Gawain's world? Das Spiel geht einfach davon aus, dass wir als Gruppe zusammen waren. Ne? Offensichtlich. Das ist... Nur, ich möchte halt bestimmten Leuten hier nicht über den Weg laufen. Noch nicht. Und das kann ich nicht, wenn ich mit der ganzen Gruppe hier lang laufe. Deswegen... egal. Müssen wir es halt so machen. Is there something so upsetting in Gawain's words? Since I knew him well, I might be able to explain. You knew, didn't you? You knew about this and would not speak, you betrayer. Okay, das ist ein bisschen harsh. No, everything is fine. No need to interfere, Jahira. It's just a minor thing. Nothing worth discussion, really. I don't think you could, Jahira. You see, I'm a ball spawn. You're one of the children, then. So that is it. I knew you were somehow special. Können wir das jetzt nicht hier in aller Öffentlichkeit diskutieren, während unseres Stealth-Spy-Business? God damn it, Leute! I knew you were somehow special from the way Gawain chose to abandon his adventuring days and seek seclusion in this fortress. I should have been able to guess earlier from those nightmares you were having. This is worrying. It might explain some of the less honorable deeds you have committed. Was soll das heißen? I will stay with you, regardless. Now that I recognize what pulls you off the right track, we will find it easier to conquer. I will help you to combat the call of your blood, whether you want my aid or not. It's odd that Gawain would have told you nothing. Thank you, Jahira. I'm glad to know that you won't turn on me now. It means a lot. Sind wir mal nett oder was? Ich bin da ein bisschen... Ich will sie jetzt gerne noch ein bisschen pieksen, aber sagen wir mal das. Okay. Our library is a man's harem of knowledge. Ich bin nicht Wärtner, ich bin irgendwie Imoen. Fiato, okay. Mit dir kann ich reden. As well as can be expected. How have you been?
Well, I pine for the days when you and Geraint still called Candlekeep home. You brought a bit of energy to these walls. I shall have to speak with you later at length, but for now you must rest. Geraint's old room is the third on the south corridor, just as it was. I think there are a few things for you there as well. We shall see you later. Okay. Waren aber nur die, ne? Ja. Hallo? Okay. Oh, du bist in Kammer, das ist nicht gut. Könntest du mal wieder weggehen? Haben wir irgendwas? Hast du, willst du da länger stehen bleiben? Okay, okay. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz einen Abstecher nach unten machen. Ich will nur wissen, ob hier... Geh da hin, Mädchen! Da war nicht mal was, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal kurz nach unten. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Leute sind, denen ich noch nicht über den Weg laufen will. Aber ich meine, eigentlich das Wichtige haben wir gefunden. Aber nee, es gibt noch einen Moment irgendwo. I've done had enough of this. Okay. Do you want to tell me a story about trollops and plugtails? Es gibt noch mehr von, noch mehr Briefe. Das war noch nicht. Das war der eine und es gibt noch mehr. Mindestens noch einen, wenn nicht noch zwei. I know nothing more, so leave me to go. Und die will ich ganz gern finden, bevor wir hier die ganze, den ganzen Kram lostreten. Good on you if you save the day. Okay. Aber das Ganze mit dem Accumbrance, das war alles ein bisschen mittelmäßig gut geplant, sag ich mal. So. Das ist der wichtige Brief. Muss das wieder Edwin machen? Natürlich muss das Edwin machen. Ach komm, das ist eine Wand of Magic Missiles. Seht ihr das nicht? Was hattest du deine? Ach, die Dings auf Dings, ne? Die. Haben wir davon noch eine? Ja. Okay. Potion of Health. Potion. So.
wahrscheinlich auch nicht. Nehmen wir auch erstmal die. So, jetzt hast du ein bisschen mehr Platz. Okay, gut. So. It will be done. Something on your mind? Oh, hello. Vietnam, my child, look at you. Your face has gained some new lines since the days when I tutored you. I can only speak true, but it's not your fault. You prepared me well as you could for what lay beyond these walls. I just pray that I'm prepared for what I shall find within them. Why? What is wrong here? Shall I tell the Watchers? The Watchers are no more use than a bundle of sticks. Please just tell me if you've seen anything strange in the library this past while. Strange? Why, yes. That is just a word I would have used for that Kovaras. Kovaras fellow. He was right here beside me, taking Alando's prophecies from their place on the shelf and reading them. I could hear his voice, recognize the seer's words upon his quiet breath. But when I turned to steal a glance at him from the corner of my eye, it was the strangest thing. His eyes were closed, and he was reciting page after page as if from memory. He heard your footsteps, it seems, and wandered off. I was just returning the prophecies to their rightful place. Here, it might be wise to take a look. If this Kovaras is dangerous, though, I'm afraid I'm too old and bookish to be more than a hindrance. Forgive me, but I must leave you now. Okay. Gut, dann machen wir es auf diese Weise. Mana, okay. Gut. Gut, hier sind die anderen Letter sind hier. Okay. Okay, hätte ich mir das. Ich glaube, es ist gar nicht so kritisch wie. Oder? Ne? Ne? Weil ich bin mir halt. Es gibt halt immer die Situation, wo wir von Leuten direkt angesprochen werden, ohne dass wir etwas machen können. Oder wo sie darauf warten, dass wir sie von uns aus ansprechen. Und wenn das die falschen Personen sind, dann kann das dazu führen, dass wir ein Gespräch beginnen, das wir noch nicht beginnen wollen, weil wir noch nicht so weit sind. Ach, goddammit. Kannst du da nicht weg? Kannst du da nicht weg? Ich meine, wir machen jetzt unseren Stealth-Kram halt mit der unstealthigsten Person auf der ganzen Welt, aber ist egal. Ist ja auch nicht wirklich. Siehst du das? Speichern wir mal lieber. Ich glaube, du wirst das sehen, oder? Ah, das interessiert keinen. Hey, Bücherei, da ist das alles, da dürfen wir das machen. Okay. Okay, wieder. Dann können wir uns mal kurz hier versammeln, bitte. Und
Ja, das ist alles ganz interessant. Das gucken wir uns später mal an. Das ist etwas, eventuell etwas für dich, weil du kannst es schon, du aber glaube ich noch nicht. Und Vocalize ist ein Zauber, der ist hilfreich. Das ist nicht so wichtig. So, dann gucken wir uns mal die Briefe an. The Spawn of the Lord of Murder. Wer mag das wohl sein? Are fated to come into their inheritance to bloodshed and misery. Okay, sind also mehrere. It is the hope of their father that only one shall remain alive to inherit his legacy. I foresee that the children of Baal shall kill each other in a bloody massacre. During the days of the Avatars, the Lord of Murder will spawn a score of mortal progeny. These offspring will be aligned good and evil, but chaos will flow through them all. When the beast's bastard children come of age, they will bring havoc to the lands of the Sword Coast. One of these children must rise above the rest and claim their father's legacy. This inheritor will shape the history of the Sword Coast for centuries to come. This is alles ziemlich... Kein Druck, kein Druck. Bin ich mehr im Dialog-Mode. Spiel. Yes, okay, so, not a problem. Dann wir jetzt mal hier hin. Ach, du kommst von alleine zu mir. Oh, du bist nicht zu mir gekommen. Du gehst... Okay, die Chartil hat dich nicht aktiviert, interessanterweise. Obwohl da oben Imuen die anderen Leute sehr wohl aktiviert hat. Es ist strange. Ich weiß nicht, was diese Leute aktiviert, dass sie dann das Gespräch suchen. Weil hier scheint es tatsächlich Wärtner als Hauptperson zu sein. Nur auf den anderen Leveln hat Imuen gereicht. Vielleicht, weil sonst niemand auf dem Level war. Ey, ich weiß es nicht. Well, dip me in broth and call me stewed, if it isn't little Wärtner. Why haven't you seen for nearly quite some time anyway? Hello, Theoden. How have you been? I still remember you running around to keep in your little swaddling clothes, posturing the elders and spooking the cows. Ain't that right, Jessup? Surely it was. Yep, of course. You never did stay in those rags of yours long. Yes, yes, I remember. But how have you been? You had been naked as a jaybird the moment someone turned their back on you. I remember the day that fella Blackstaff come floating in and there you were, tearing around the outer keep with Gawain, hot on your trail. Took the cloak right off his back you did and made yourself just the cutest little... How touching. I don't need this kind of question. Yes, 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 I remember. Could we drop it, please? How have you been? mehr embarrassing stories. Wait, I remember it all now. There was Kevin Blackstaff trying... Vorsitzender von Waterdeep, habe ich fast gesagt. Einer der Elminster-Level-Magier hier in der Welt. Trying his hardest to look important while you ran through the stables with his cape tied around your waist. Such a lark, eh, Jessup? I thought I'd catch my death from laughing at it. You and me both. Gawain was shaking like a leaf. He was so mad. As this has been, I should really be going. Nobody was sure what to do, and then Kem mutters some words and catches you by the scruff of the neck with some sort of spectral hand. He hauls you out and drops you right in front of him, grabbing his filthy cape in the process. Everyone was scared. They were, weren't they, Jessup? Sure enough, scared witless. Yep, and then old Kelvin busts out in the biggest laugh you've ever heard. Everyone in the keep was laughing like mad, except you, Wärtner. You just stood there naked as the day you were born and wondering what the fuss was about. I tell you, those were the days. Ah yes, I think I'll be going now. No, certainly, little one. Stop by any old time, though. I've got some paintings of you as a youngster. Meine Fotos sind natürlich, die sind natürlich Paintings, großartig. I have some paintings of you as a youngster. I'm sure your little friends would love to see. Remember the one of Werner on the bearskin rock? Just about the liebe Güte. Okay. Surely do, and the buff is as usual. Cute as a bark you were. Go play with your friends now. Go on. I cannot remember ever laughing so hard. Little Werner and his bearskin rock. I simply must see how our omnipotent authority figure looked. Cute as a bark. Farewell. Okay. That was horrifying.
I'm Ball, a Ball spawn, by the way. Fear me. Nee, funktioniert nicht. Okay, ja, ich denke, das ist ja das. Da haben wir noch einiges zu erkunden. Und ich glaube, wir machen das doch als Party. Mein Plan, das mit Immun zu machen, hat ja nur so mittelgut funktioniert, sage ich mal. Wir gucken einfach, was wir erreichen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich erlaube mir noch, wie üblich, den Hinweis, wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte auf den Like-Button. Ihr helft damit dem Kanal und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ja, beim nächsten Mal erkunden wir dann hier die oberen Level oder die weiteren Level. Achten drauf, dass wir, also wir wollen noch diesen Korovas, der überhaupt nicht Sarovok rückwärts geschrieben, also diesen seltsamen Typen Korovas, über den wollen wir noch was rauskriegen. Der soll hier irgendwo rumlungern. Es sollte noch eine Person aus vom Iron Throne hier sein. Wir wissen, und das wird wahrscheinlich Realtar sein, weil von dem wissen wir, dass hier ist. Ich weiß allerdings nicht, ob Korovas hier als Iron Throne auftritt oder ob er hier als Unabhängiger sich angekündigt hat. Auf jeden Fall Realtar müssen wir finden. Wir müssen auch noch, ich glaube, es gibt irgendwo gibt es noch ein paar interessante Schriftrollen oder Letter, die wir finden können. Das müssen wir mal sehen. Wir müssen da aufpassen, dass wir in der richtigen Reihenfolge mit den Leuten sprechen, weil wir nähern uns dem Ende des Spiels und da ist das alles sehr linear. Wenn wir hier das Falsche machen, werden wir durchgeschoben durch die Story, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Und ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen rauskriegen. Aber wichtige Sachen haben wir schon rausgekriegt. Die wichtigste, wir haben diese beiden Briefe, die drei Briefe gefunden. Der war der wichtigste, aber die beiden waren auch ganz hilfreich. Und ja, mal gucken, was wir beim nächsten Mal noch so herauskriegen können, bevor sie uns hier in bevor hier Sachen passieren, auf die wir keinen Einfluss haben. Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.